Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Bei mir war der Postbote gerade da und, was heißt gerade, heute Vormittag war der Postbote da und hat mir den Adventskalender gebracht. Und ja, ich drehe jetzt gleich dieses Video ab, denn er ist wunderschön und ich spreche von dem Glossy Fox Adventskalender. Ist er nicht schön? Also mir gefällt er richtig gut und... Er ist auch richtig schwer. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Schleife auf. Machen hier mal das Fach auf und weg bin ich. Und ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wie schön dieser Kalender ist. Ich kriege ihn, glaube ich, so glaube ich, kann man ganz gut sehen. Ja, ich bin nochmal hier hinten. Und er ist einfach nur mega schön. Ganz, ganz tolles Design. Und den gibt es ja auch aktuell, glaube ich, sogar noch bei Glossy Box. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein, was hier in dem Kalender so drin ist. Und wenn ihr euch natürlich nicht spoilern lassen wollt, dann solltet ihr jetzt ausmachen. Denn ich werde jetzt alle Türchen einmal öffnen. Ja, ich würde sagen, wir starten natürlich mit Türchen 1. Und das ist das hier. So sieht das jetzt hier von innen aus. Und hier ist auch gleich schon das Produkt. Und es ist von Pixi by Petra. Ein Blush. Finde ich richtig cool. Fängt schon mal gut an, der Kalender. Und zwar ist hier einmal der Fresh Face Blush in Beach Rose drin. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Gehst du auf? So sieht der Blush jetzt hier von innen aus. Der ist butterweich, also wirklich, oh, ist der schön. Ist der schön. Seht ihr ihn hier oben? Ein ganz schöner Farbton, gefällt mir richtig gut. Und er ist wirklich butterweich, dieser Blush. Ja. Tolles Produkt, gefällt mir schon mal wirklich richtig gut. Ja, dann kommen wir auch schon zur Nummer 2 und das ist ein etwas länglicheres Kästchen hier. Ich will den so vorsichtig aufmachen, dass ich ihn nicht kaputt mache. Habe ich gar nicht geguckt, ob da noch mehr drin ist, aber ich denke fast nicht. Nichts mehr drin, nur der Blush. Ja, in der Nummer 2 ist ein Lip Primer drin von Emir. Nein, 3INA heißt der, heißt die Marke. So sieht die Verpackung übrigens aus. Auch sehr, sehr schön gemacht. Genau, das ist hier dieser Lip Primer. Und der hat so einen leichten Schimmeranteil drin. Der ist so leicht roséfarben. Und hat einen richtig angenehmen Duft. Tja, mal ausprobieren, wie der sich so unter Liquid Lipsticks macht, ne? Weil da hat man natürlich die meisten Probleme. Gefällt mir auch schon mal richtig gut. Ja, dann kommen wir auch schon zur Nummer 3. Irgendwann sitze ich hier noch perfekt heute. Genau, jetzt kommen wir zur Nummer 3. Wo ist die Nummer 3? Hier. Ein Riesenkästchen, dass es erst gar nicht auffällt. Das sieht so aus. Und hier ist von Elgon Anupair Haarcare drinne. Maschera Rip Practice Concentrata. Okay.
So sieht das Ganze hier aus. Ist auch noch zu, das lasse ich erstmal zu, weil ich habe genug Haarprodukte offen. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr interessant aus. Gut. Ja, dann kommen wir auch schon zu Nummer 4 und ich glaube, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben, sonst wird das Video endlos. In der Nummer 4 ist ein Produkt von Love drin. Sehr, sehr schön. Also Verpackungsdesign ist top bei Love. Und das ist die Farbe Bronze Sculpting. Sieht so aus. Richtig schön. Und auch ein toller Farbton. Sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Also bis jetzt, muss ich sagen, finde ich die Produkte richtig cool. Dann kommen wir auch schon zu Nummer 5. Und das ist dieses hier. Sehr, sehr leicht. Mal schauen, was hier drin ist. Es ist ein Pinsel. Der schon etwas verwogen ist, leider. Von Luxie. Ein Tapered Highlighter Pinsel. Sehr schön, gefällt mir richtig gut. Dann kommen wir zur Nummer 6 natürlich. Das ist der Nikolaus und das ist hier in diesem schönen Pflaumenfarbton. Richtig schön. Drinne ein Barbour-Produkt. Und zwar Hydra Plus intensive Feuchtigkeit 7 Ampullen. Sieht so aus. So sieht das Ganze dann von innen aus. Sehr, sehr schön. Feuchtigkeit kann ich immer gebrauchen, deswegen passt das ganz gut. Kommen wir auch schon zu Nummer 7. Und Nummer 7 hat auch ein richtig schönes Design. Schaut euch das an. Sehr, sehr schön. So wie der Kalender eigentlich außen ist. Gefällt mir richtig gut. Und wir haben hier von Jill Sander, Simply Jill Sander drin. Und das ist eine Körpercreme. Riecht sehr gut. Toller Duft. Und es ist so musig. Oh ja. Oh, das fühlt sich vielleicht toll an. Es ist richtig musig. Ein richtig schöner, angenehmer Duft. Gefällt mir gut. Ja, gefällt mir richtig gut. Dann nehmen wir auch schon die Nummer 8. Und die Nummer 8 ist hier. So ein rosa Karton. Farblich ist das Ganze übrigens auch sehr, sehr schön zusammengestellt, finde ich. Und hier ist etwas nochmal extra eingepackt. Und es ist von Mitchell & Peach Flora No. 1 Fine Radiance Face Oil. Sehr interessant. Kann man auf jeden Fall im Winter super gut gebrauchen, ein Gesichtsöl. Hat auch einen Duft nach Kräutern im Endeffekt. Und mir ist jetzt hier gerade schon was rausgefallen. Oh, das riecht wie ein Kräutertee. Oh, ist das schön. Das riecht gut. Ganz toller Duft. Gefällt mir schon mal richtig gut. Ja, dann geht es auch gleich weiter mit der Nummer 9. Die Nummer 9 ist hier oben. Einmal die hier. Das. Cool. Hier haben wir ein Produkt von Riches drin und zwar eine Handcreme. Schöner Duft. Also ich liebe Riches Produkte und Ritual of Ayurveda ist auch ein richtig schöner Duft. Sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Freue ich mich richtig, dass es hier drin ist. Ja, jetzt hatten wir die Nummer 9 und dann kommt natürlich nach der Nummer 9 die Nummer 10.
Das ist hier in so einem roségoldenen Karton drin. Ist auch sehr, sehr leicht. Und hier ist ein Fluid Glowy von Lollipops. Sagt mir rein gar nichts. Kennt ihr das Produkt? Wisst ihr, was das ist? Würde mich mal interessieren. Schreibt es mal unten in die Kommentare, wenn ihr das kennt. Hatten wir die Nummer 10. Dann kommt auch schon die Nummer 11. Und das ist auch wieder ein großer Karton, der auch sehr, sehr leicht ist. Hier haben wir eine Maske drin von Biodroga, eine Fließmaske, Weit-Trüffel, Anti-Age-Fließmaske, nur 10 Minuten soll man die drauf lassen. Vom Design und der Verpackung her auch richtig schön, so lila, rosa, holographisch, fällt mir richtig gut. Ja, jetzt hatten wir die Nummer 11 und dann kommen wir natürlich auch schon zur Nummer 12, das ist dieses Kästchen hier. Und hier haben wir von Bella Pierre ein Produkt drin, Kiss Proof Lip Finish. Na, komm mal raus. Okay, das ist ein Lipgloss. Riecht nach gar nichts. Es ist halt die Frage, ob der jetzt praktisch den Lippenstift dann resistent macht, mehr oder weniger, dass der nicht abfärbt. Muss man auf jeden Fall mal ausprobieren. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja, und es geht auch schon weiter zu Nummer 13. Das ist hier in so einem Grau-Rosé-Ton, würde ich fast sagen. Und hier haben wir zwei Produkte drin, die eingepackt sind. Und da haben wir einmal drin einen Luxe Chrome 2-in-1 Base and Top Coat von Catrice. Der macht wohl wahrscheinlich dann die Nägel so Chrome oder Chrome-artig. Okay. Kenne ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Und einen Liquid Silver Effekt. Okay. Auch sehr interessant. Werde ich auf jeden Fall austesten. Freue ich mich schon drauf. Und es geht gleich weiter mit der Nummer 14. Und das ist hier oben wieder so ein kleines Kästchen. Und hier haben wir ein kleines Tübchen drin. Und zwar von Hey Honey Trick and Treat Cream Concealer. Okay. Kenne ich noch gar nicht, aber Hey Honey soll richtig gut sein. Soll eine sehr, sehr gute Marke sein. Und es ist auch ein sehr schön heller Concealer. Könnt ihr das hier sehen? Und ein schön heller Concealer. Sehr interessant und die Farbe finde ich natürlich auch richtig gut. Da ich sie verwenden kann, da sie mir nicht zu dunkel ist. Und es geht weiter mit der Nummer 15. Die Nummer 15 ist wieder ein großes Kästchen und sehr leicht. Und hier haben wir drin ein Daily Concepts Your Facial Mini Scrubber. Das schaut aus wie so ein kleiner Waschlappen. Okay, also das ist so eine kleine Tasche, wo man praktisch die Hände reintun kann und dann übers Gesicht gehen kann. Sehr interessant. Finde ich cool. Weiß ich noch nicht, kann man den mehrmals verwenden? Also, so sieht es aus. Das ist hier im Endeffekt so ein kleiner, so ein Peeling-Handschuh im Endeffekt. Und man kann hier mit den Fingern reingehen und dann kann man sich hier übers Gesicht gehen. Und ich glaube, den muss man auch vorher einmal waschen, weil der flusst so ein bisschen. Ah, auf jeden Fall cooles Produkt hier mit so einem Henkel dran, wo man aufhängen kann. Finde ich richtig gut. Das weiß ich nur immer noch nicht, wer waschbar ist. Das ist auf jeden Fall eine Reisegröße für Make-up-Entfernung. Genau. Machen wir mit der Nummer 16 weiter. Das ist die hier.
Das hatte ich schon mal in einer Glossybox drin und finde es eigentlich nicht so gut. Und zwar ist es hier von Nutraskin, dieses Hydrating Water. Das habe ich auch gerade erst aufgebraucht. Jetzt habe ich schon wieder eins da. Also das ist jetzt das erste Produkt, was ich nicht gut finde. Und zwar ist es hier dieses kleine Fläschchen. Das ist mit so einem Pumpschub. Da kann man sich praktisch dann aufs Gesicht sprühen. Soll mit Hyaluronsäure sein und feinsten Silberpartikeln. Ja. Ich habe da keinen Effekt feststellen können. Ich werde es wieder aufbrauchen und gut ist. Machen wir weiter mit der Nummer 17. Das ist hier und so langsam lichtet sich der Kalender. Ich hoffe, er bleibt stehen. Ja. Ich muss nochmal ein bisschen zurückschieben, weil das Tür fällt dir immer wieder zu. Kommen wir zur Nummer 17. Genau, das ist wieder so ein rosé-goldenes Schächtelchen. Und hier haben wir drinne von Aiko ein Fett Eye Stick in der Farbe. Steht hier nicht drauf. Der sieht auf jeden Fall so aus. So ein schöner Silberton. Ja, richtig schöner Silberton. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Zur Nummer 18 und das ist auch hier ein großes Kästchen. Das größte oder das letzte große Kästchen, so. Und hier haben wir drinne von Kamamechu, spricht man das so aus, ein Produkt und zwar ein Cognac-Sponge. Genau. Auch fürs Gesicht zum Peelen praktisch. Das ist dieser hier. So ein kleiner Cognac-Sponge, den einfach halt auf dem unter Wasser anfeuchten. Dann ist der schön weich und dann kann man schön übers Gesicht gehen. Ist auch richtig cool. Wir kommen zur Nummer 19. Und das ist hier wieder so ein pflaumenfarbenes Päckchen und ist richtig schwer. Und hier haben wir drinne von Unani Smoothing Facial Scrub Oil Free Orange Fresh Fruit Skincare. Das sieht so aus hier. Sieht sehr interessant aus. Riecht auch sehr lecker. Ein toller Duft, also nicht zu intensiv nach Orange, aber auch nicht zu langweilig. Werde ich auf jeden Fall gerne ausprobieren. Die Nummer 20 ist nochmal hier so ein kleines roséfarbenes Kästchen. Und hier haben wir von Yves Rocher ein Produkt drin. Und zwar ein, ja, Lippenstift oder so. Sieht übrigens so aus. Riecht sehr. Oh, das riecht voll nach Himbeere. Oh, ist das eine schöne Farbe. Coole Farbe. Aber riecht richtig lecker. Ganz, ganz toller Duft und schöne Farbe. Gefällt mir richtig gut. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte von Yves Rocher noch nie ein kosmetisches Produkt. Werde ich auf jeden Fall gerne austesten. Und die Nummer 21 hier. Und hier ist wieder so ein eingepacktes Teilchen drin. Es ist ein Essie-Nagellack in der Farbe Attendant to my needs. Okay, ich kann es nicht aussprechen. So heißt die Farbe. Und so sieht die Farbe aus. Also ein richtig knalliges Pink. Sehr interessant. Also ist jetzt nicht unbedingt eine Winterfarbe. Ja, wird aber auf jeden Fall irgendwann nächstes Jahr im Herbst, nächstes Jahr im Frühling oder im Sommer ausprobiert. Finde ich sehr interessant.
die Nummer 22 und wir nähern uns langsam leider dem Ende. Okay, was ist das? Von Doucy, eine Punk Volumizer Mascara. Designtechnisch schon mal absolut top. Schauen wir uns mal die Bürste an. Schaut euch mal diese riesen Bürste an. Oh, lecker. Alter Schwede. Also das ist eine riesen Bürste. Halleluja. Aber ich bin mal gespannt, wie die so ist. Das vorletzte Kästchen, die Nummer 23, ist wieder hier in so einem schönen Pflaumenton. Und hier haben wir drinne von Nip and Fab Hydrate Dragon's Blood Fix Plumping Serum. Okay. Drachenblut aufpolsterndes Serum auf die gereinigte Haut von Gesicht und Hals auftragen, morgens und abends vor der Feuchtigkeitspflege verwenden. Ist noch zu, also ist hier noch zu. Lasse ich auch noch zu, weil ich habe noch ein bisschen was offen. Und so sieht das Ganze hier übrigens aus. Sehr interessant. Bin ich mal gespannt, wie das Produkt so ist. Ja, und dann kommen wir zum letzten Türchen. Und kriege ich das hin? Ja, das ist dieses hier, die 24. Ich probiere das jetzt mal irgendwie hier rauszubekommen. Es kann sich nur um Stunden handeln. Es ist eine Huda Beauty Palette. Oh mein Gott. Eine Huda Beauty Palette. Wow. Also, ist das Teilchen nicht schön? Alter Schwede. Ich bin gerade echt ein bisschen baff. Das ist schön. Also wenn man das jetzt hier so aufmacht, ist das schön. Sie hat sogar eine Krone jetzt auf. Ist das ein schönes Deckblatt. Oh mein Gott. Ja, ganz im Ernst, ich glaube, ich raume das ein. Das schaut cool aus. Ja. Wow. Also das sind mal Highlighterfarben vom Allerfeinsten. Oh mein Gott. Und vor allem das hier oben, das wechselt auch die Farbe ständig. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Vor allem, wenn man die Farben so anschaut, im Pfännchen schon die... Oh, ist das schön. Oh mein Gott. Ich werde jetzt aber noch nicht reinlangen. Ja. Ich denke, ich werde die noch ein bisschen so anschauen und schön. Und ich werde erst noch ein Bild machen von der Palette, denn sie ist gerade so schön. Oh mein Gott. Ist das der Wahnsinn. Es ist die eine Huda Beauty Palette drin. Leute, ich weiß nicht, was kostet so eine Palette? Ich blende es euch auf jeden Fall ein und ich... blende euch auch jetzt gleich mal hier den Gesamtwert der Box ein. Denn das ist natürlich auch sehr, sehr interessant, weil der Kalender kostet, glaube ich, für Nicht-Abonnenten 120 Euro oder 140 Euro. Für Abonnenten, glaube ich, irgendwas um die 100 Euro oder so. Und ich habe dieses Dreier-Bundle bestellt, also einmal den Kalender. Der ist jetzt praktisch heute angekommen, fast Ende Oktober. Dann kommt noch eine Barbour-Box. Ich glaube, Barbour-Box war es, genau. Und eine Benefit-Box kommt noch. Und oh mein Gott, ich bin richtig begeistert. Es ist eine Huda Beauty-Palette hier drin. Wow. Wow. Also für mich, finde ich, hat sich jetzt schon der Kalender rentiert. Wie gesagt, den Wert habt ihr jetzt gerade hier gesehen. Ich bin auch schon mega gespannt, ob das hier alles so hinkommt. Weil ich glaube, es soll ein Wert von über 400 Euro oder so drin sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Und ja, ich glaube, es könnte schon ein guter Wert hier drin sein. Also das, was man gezahlt hat, hat man hier auf jeden Fall raus. Und ja, mir hat der Adventskalender richtig, richtig gut gefallen. Und nachdem ich den letztes Jahr schon bei einigen gesehen habe, in Unboxings, da habe ich ihn nicht bestellt gehabt, habe ich mir dieses Jahr einfach gesagt, okay, ich will den Kalender haben, denn er ist einfach schön. Ich finde, designtechnisch ist er mega, also richtig, richtig toll. Ich werde jetzt auch alles wieder hier einpacken. Und ich denke, ich werde den vielleicht, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt schon die Produkte verwende oder noch nicht, oder ob ich einfach den nochmal im Dezember aufmache, mal schauen. Ich lasse mich selber überraschen, wie ich mich entscheide. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und ich würde sagen, bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!